zurück zu No Jetpack Survival. Ich konnte noch nicht alle Kommentare lesen und auch darauf eingehen, das werde ich aber beim nächsten Mal machen. Aber was wir jetzt ganz dringend machen wollen, ist eine Förderbandleitung legen. Ich habe hier auch noch einen Block offen gelassen. Werde ich jetzt erstmal hier... Erstmal muss ich gucken, wo ich rauskommen muss. Das ist Tatsache an dieser Kante. Das ist hier ganz außen. Okay, da müssen wir ein bisschen vorsichtig bohren, dass wir hier nicht so weit nach oben stechen. Aber das sollten wir schon kriegen. Irgendwie finde ich die Förderbandleitung hier nicht. Ich habe schon einen umgebauten Block gefunden. Könnte das der sein? Wer da drunter ist, vielleicht. Müssen wir mal ein bisschen weiter nach... Hätte auch einfach hier diesen Tunnel nehmen können. Das wäre viel einfacher gewesen. Aber gut. Jetzt ist es so. Jetzt gucken wir nochmal hier nach hier unten. Aber hier ist ein nicht gebauter Block. Das heißt... Irgendwo hier... Ne, irgendwo da vorne, glaube ich, sogar erst. Hier. Okay, dann gehen wir mal an der Kante hier weiter. Ist auch einfach ein Block, den ich so nicht geschweißt habe einfach. Und später gesetzt. Ah, hier ist sie. Ja, shit. Okay. Das heißt, du kannst ja dann auch weg. Und wir können uns hier jetzt ausbreiten. Ganz gerade geworden, der Tunnel, aber das macht ja, glaube ich, nichts. Okay, jetzt habe ich da natürlich ein ganz schönes Loch. Na gut, dann ist es jetzt so. So, dann nehmen wir uns noch ein paar Sachen mit. Wir mal ein paar Förderbandleitungen hier ziehen. Damit unsere Schiffe dann auch versorgt werden können. Ich mache jetzt hier noch ein paar Ausbesserungen. Da überhaupt einigermaßen dran kommen. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. So, dann bauen wir hier eine Kurve ein. Und dann hier auch. Und hier muss dann auch eine Weiche sitzen. Und da kann nachher dann ein normaler Block drauf. Ich schweiß jetzt erstmal die Förderbandleitung zusammen, denn das wird ein wenig dauern. Okay, Förderbandleitung steht, ist grün. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir hier nochmal unsere Sachen zurückpacken. Das werden wir auf jeden Fall irgendwie nochmal verkleiden müssen bei Gelegenheit. Aber... damit wir hier nicht immer reinfallen oder reinfliegen, machen wir das mal zu. So, jetzt hier unten. Das sollte die Außenwand werden. Die werde ich wahrscheinlich noch einen weiter nach hinten schieben. Das heißt, der Verbinder kann ruhig da sitzen. Und hier dann wahrscheinlich das Gleiche. Wir laden uns aber erstmal. So, das wird jetzt nicht die schwerste Verbindung der Welt werden. Jetzt sind nämlich nur ein paar Zentimeter, die wir da weiter müssen. Bedeutet, hier wird die Förderbandleitung rauskommen, genau. Jetzt wir bohren hier nochmal kurz. Das sollte auch schon reichen. So, und dann hier bitte nach oben. Hier kommt dann eine... Wo ist sie denn? Verteilungsweiche hin. Und dann können wir hier auch nachher den Verbinder draufsetzen. Komme ich jetzt noch an alles ran? Nein. Jetzt schon. Dann schweißen wir das Ganze mal. Ich habe jetzt hier so fröhlich den Verbinder platziert. Muss ich mal kurz gucken, ob das überhaupt passt von der Länge. Der fest schon relativ lang ist. Packen wir das mal wieder.
Ich sehe gar nichts. Wenn der ran, dann sollte ich auch. Oh, oh, oh. Das Schiff ist schwer zu steuern mit diesem Erzdetektor oben drauf. Das Schiff will nicht so ganz wie ich. Aber wir kriegen das alles hin. Und rückwärts fliegen ist ja eh nicht so einfach. Das passt hier aber noch rein, ne? Passt hier niemals rein. Ne. Okay. Will das Ding natürlich auch nicht jedes Mal docken. So, stehen bleiben. Es müssen eigentlich noch zwei zurück. Hm. Das ist jetzt nicht so optimal. Okay, dann leben wir erst kurz damit. Und laden den Sauerstofftank auf. So werde ich das Ding mal ein bisschen drehen. Und ich nicht oben unbedingt gegenstoße. Jetzt gucken, ob ich da irgendwie an den Verbinder rankomme. Ja, komme ich. Wir drehen uns und wir drehen uns. Verriegelung. Abschalten. Zack. Ich verbunden? Ja, ich bin verbunden. Okay. Bedeutet, wo ist mein Sauerstofftank? Wo habe ich den denn hingepackt? Da. Du geh mal auf Vorrat, bitte. Soll jetzt nicht übertrieben krass gefüllt sein, aber... Es hilft auf jeden Fall schon mal und hier müssen wir auch noch mal ein bisschen mehr gehen. Wir müssen nur das, den Sauerstoff, den Wasserstoff vom anderen Schiff ein bisschen im Blick behalten. 56%. Und du hast noch gute 50, okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben Sauerstoff, wir haben Wasserstoff. Dann können wir erstmal auf Erkundungstour gehen. Priorität Nummer 1. Eis. Auch ein ganz, ganz dringend Eis. So. Ich glaube, ich werde auf weg vom Planeten erstmal auf Forschungsreise gehen. Das heißt, wir lassen den Asteroiden hier hinter uns. Und fliegen erstmal in die Richtung. Mal schauen, was wir so finden. Jetzt dieser Asteroidenkette hier genähert. In der Hoffnung, dass wir hier was finden. Wir nehmen nur mal den hier als erstes. Mal kurz gucken, ob der Erzdetektor auch an ist und auf volle Reichweite. Ne, ist er nicht, aber er ist an. Gucken wir doch mal, was wir hier bekommen. Ich hoffe einfach auf Eis, weil das brauchen wir ganz, ganz dringend. Okay. Es ist einfach Eis hier drin. Man muss auch mal Glück haben. Ich weiß nicht, wie viel es ist, aber da oben ist auch noch Eis, ne? Ja, hier ist auf jeden Fall mehr als genug Eis. Das heißt, nicht Eis, GPS, Eis. Ne, wir nennen es anders. GPS, Space, Eis. Okay, der erste Asteroid, gleich Eis gefunden. Du kannst weitergehen. Wir gucken mal uns den da unten an. Das heißt, ich mache mir jetzt auch nicht mehr ganz so viele Sorgen, was den Treibstoff angeht. Das sieht auch nach einer Ressource aus. Das bräuchten wir jetzt nicht unbedingt super dringend. Das kriegen wir ja auch schon über den über das Gestein. Ah, das ist Silizium-Asteroid. Dann gucken wir uns mal den nächsten an. Nochmal
Edition. Hier noch ein paar. Gold und Platin. Also heute läuft er auch. Wir wollen hier nochmal GPS, Base, Kobalt, Platin. Okay. Wir haben alles zusammen, was wir brauchen quasi. Also Platin ist jetzt nochmal ein kleiner Bonus. Aber den nehme ich natürlich. Bin jetzt erstmal zurück. Und ich glaube, wir hatten schon, also Silber hatten wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir Gold schon gefunden hatten. Und dann haben wir fast alles zusammen, bis auf Uran. Aber mit Platin können wir natürlich auch immer Triebwerke herstellen. Also Ionentriebwerke. Das wäre natürlich nicht schlecht. Naja, erstmal zurück und andocken. Und dann schauen wir mal weiter. Möglichkeit, das Ding zu parken. Und dann sind wir eigentlich schon gut dabei. Dann brauchen wir noch den Miner. Kriege ich das hin? Ja. Okay. Wow. Was auch immer ich jetzt Schaden bekommen habe. Okay. Den Hangar werden wir dann nochmal erweitern müssen, damit das Ding da überhaupt reinpasst. Aber das ist okay, denke ich mal. So, da wir jetzt den Bohrer erstmal nicht so dringend brauchen werden, werden wir jetzt das hier mal vorbereiten. Und das vielleicht sogar schon mal testen. Also wahrscheinlich nicht heute testen, aber schon mal den Mechanismus entwerfen. Dazu lege ich jetzt nochmal kurz die Förderbandleitung, schweiße ein paar Sachen zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Förderbandleitung steht auf jeden Fall jetzt schon mal. Von oben bis nach unten. Da müssen wir natürlich noch rum. Aber wir legen jetzt erstmal dieses Plateau hier aus. Und da brauchen wir ein bisschen länger. Mal sehen, ob es der ein oder andere... Wir müssen noch ein bisschen tiefer. Natürlich nicht so schön. Das Ding ist nämlich größer geworden als gedacht. Könnte ganz schön im Weg sein. Okay, wir müssen noch ein ganzes Stück tiefer. Dann machen wir das mal. So ist, glaube ich, okay. Leiter hier runter zu bauen wird auch ein Traum werden, aber falls mir mal der Wasserstoff ausgeht, wäre es schon nicht schlecht, eine Leiter zu haben. Ich meine, ich könnte auch die Förderbandleitung hochklettern, aber sicher ist sicher. So, jetzt haben wir hier auch unsere Bodenverbindung, also unsere Verbindung zum Asteroiden. Dann können wir jetzt aber das Plateau auslegen. Und es wird mich irre machen, hier ständig hoch und runter zu fliegen. Das heißt, wir müssen dann möglichst schnell einen Verbinder hinkriegen. Keinen Frachtcontainer, weil der uns nämlich Metallgitter kostet. Aber einen Verbinder können wir jederzeit
umsetzen und überall platzieren, wo wir Lust haben. Erstmal will ich das Plateau hier bauen. So, ich weiß noch nicht ganz genau, wie groß das werden soll, aber die Richtung ist schon mal gar nicht so verkehrt. So. Gehen wir davon aus, dass der Mechanismus jetzt einfach hier sitzen wird. Und dazu haben wir auf jeden Fall noch Förderbandleitung. Die baue ich jetzt nicht aus Verstärkter, weil das sind zu viele Ressourcen. Ich glaube, eine normale Förderbandleitung passt schon. Oh Mann, das wird eine ganze Menge zum Scheißen werden. Ein Träumchen. Ja. Das heißt, hier bitte eine Weiche rein. So. Dann können wir den nochmal wegmachen. Das ist eine ganz schön lange Strecke. Dann werde ich die Sache hier nochmal eine Weiche setzen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Du nervst mich ab. Mit dir. Na, weg. So, dann das Ganze jetzt nochmal nach oben. Und es wird unglaublich viel schweißen werden. Da freue ich mich schon drauf. Okay, dann lege ich jetzt mal los. Ich glaube, ich kriege immer so 2,5 Förderbandleitungen mit. Ja, ungefähr. Das kann ganz witzig werden. Ist ein paar Mal fliegen. Ich muss auch sagen, das Platin lächelt mich etwas an. Damit wir bessere Werkzeuge haben können. Aber dafür müsste ich auch noch eine Raffinerie bauen und das wird auch ewig dauern und ich brauche dafür auch noch ein Minenschiff. Kommt noch, kommt noch. Erstmal aufladen und weiterbauen. So, damit habe ich jetzt auch meinen Verbinder hier. Kann mir hier Sachen rausnehmen, sehr schön. Das heißt, es geht weiter mit dem Schweißen. Gerade ein kleines Problem entdeckt. Ein Reaver-Schiff, die sind nicht zu unterschätzen. Ich hoffe, der fliegt einfach weiter. Kommt auf jeden Fall langsam näher. Aber ich hoffe, Flugbahn passt noch, dass er uns nicht aufnimmt. Ich glaube, wir sollten noch keine Antenne oder ähnliches anhaben. Sollte er uns auch nicht nerven können. Okay, der Reaver fliegt anscheinend weg. Das passt schon mal. Wir sind auf jeden Fall nicht für den Kampf ausgerüstet. Wir haben zwar ein bisschen Munition, aber vielleicht sollte ich doch lieber langsam einen Turm mal bauen. Wenigstens etwas haben, das uns verteidigt. Und dann brauchen wir Rotor. Hier. Da habe ich dann noch. Ja, ich glaube, das passt. Das heißt, wären wir auf jeden Fall schon mal. Und es kommt weg und wir setzen hier einen kleinen Kopf drauf. Ja, wir setzen einen kleinen Kopf drauf. Heißt, wir gehen da erstmal auf Small Grid. Ich entscheide mich dafür noch um, aber war auf jeden Fall auch ein paar Ressourcen. So. Bedeutet, hier muss das Scharnier sitzen.
Ah, die einen oder anderen werden es wahrscheinlich schon erkannt haben, was das werden soll. So, das heißt, das Scharnier kann sich mal ausrichten. So. Dann brauche ich eine ganze Menge davon. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Das heißt, hier eine Weiche dran. Ein Verbinder oben drauf. Und das sieht doch ganz klar nach einem Katapult aus. Das heißt, wir werden das sehr nah an die Basis hin katapultieren. Und ich hoffe, das klappt. Sehr, dass es klappt. Aber wenn wir es nicht versuchen, warum nicht? Weil dann könnte die Basis hier, dann würden wir, bevor wir nach unten gehen, wieder auf die Erde, die Basis sehr krass erweitern, also den Bohrer sehr krass erweitern, dass er einfach ewig für uns Materialien ziehen kann. Und das Katapult schmeißt es dann einfach nach unten. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz gucken, ob wir den richtigen Winkel dafür haben. Das sollte schon gehen eigentlich. Ja, es wird ein bisschen Try and Error, aber genau dafür brauchte ich noch ein bisschen Schotter immer. Das sagte ich ja, dass ich den Schotter noch brauche. Den werde ich nämlich zum Testen benutzen. Und dann können wir unsere Ressourcen per Katapult auf die Erde transportieren. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ein paar Fallschirme ran und eine Antenne ran, damit ich die wiederfinde. Und das war's dann eigentlich auch schon. Die Förderbandleitung ist gleich fertig. Das war jetzt eigentlich kein großes, keine große Priorität, aber ich wollte sie jetzt einfach fertig machen. Dass man das Katapult wenigstens schon mal sehen kann. Also 6 Motoren fehlen, das ist eine Frechheit. Wird das noch mit dem Sauerstoff? Ja, das schaffe ich. So, und eigentlich auch noch bauen. Ja. Sehr schön. Hier jetzt nochmal aufladen. So, hier in der Area wird dann quasi ein neuer Bereich entstehen, der dafür sorgt, dass wir diese Pots, die wir abwerfen, die Drop-Pots, auch schweißen können. Und jederzeit das alles automatisch quasi läuft. So. Das sollte doch eigentlich passen. Ich würde gern schon mal einen Geschwindigkeitstest machen. Das überhaupt ausreicht. Das heißt, du bist das Scharnier, ja. Umkehren und an. Ach du Heiliger. Ganz ruhig. Da müssen wir uns nochmal was überlegen. Mag er nämlich nicht so gerne. Okay, du kannst erstmal wieder umkehren. Interessiert ihn auch alles nicht. Also ich habe ganz wenig Drehmoment, glaube ich, jetzt nur. Ja. Alles okay. Also auf jeden Fall nicht ganz so krass wackeln. Was ist denn jetzt hier dein Problem? In die andere Richtung. Hallo? Hier, den hat es zerrissen. Naja, da kümmern wir uns nochmal drum. Was wird ein schönes Abwurfkatapult? Ist hier irgendwas sonst kaputt gegangen? Wir sollten auf jeden Fall genug. Ja.
Ist irgendwas kaputt gegangen? Okay, alles gut. Wir sollten auf jeden Fall genug Geschwindigkeit haben. Gehe ich mal fest von aus. Aber ja. Wäre so meine Idee. Ich hoffe, das klappt auch alles. Aber das werden wir wahrscheinlich erst am Ende sehen. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen Struktur hier reingeben, glaube ich. Dass wir alles ein bisschen fester haben und ich nicht aus Versehen irgendwo was trenne. Oder irgendwo was kaputt geht. Aber ich bin gespannt, wie das mit dem Katapult läuft. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, meine Kommentare werde ich zum nächsten Mal nochmal aufarbeiten. Da fehlt mir leider ein bisschen die Zeit. Und dann würde ich sagen, ich schweiß hier noch ein bisschen rum. Und bedanke mich wie immer fürs Liken, Abonnieren und Teilen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.